Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit dem absolut frisch erschienenen Add-on Strecke Frankfurt-Koblenz. Wir fahren einen Quick Drive mit simulierten Unterwegshalten in St. Gore, Bingen Hauptbahnhof, Ingelheim Hauptbahnhof, Mainz Hauptbahnhof, Rüsselsheim und Frankfurt am Main Flughafen Regionalbahnhof. Unser Simulator lädt bereits die Strecke. Wir laden Bild. Ich wünsche hierbei nun dann viel Spaß mit dem Video. Als Zugverband nutzen wir von VR den erschienenen 111er 2020 und deren N-Wagen. So, wir warten nur noch, bis das komplette Quick-Drive-Szenario geladen ist. Dann können wir auch dann schon auf Strecke gehen. Viele haben mir schon gehofft, dass heute dieses Szenario bzw. dieses Add-on noch herauskommt, die Strecke Frankfurt-Koblenz. Viele haben schon spekuliert, eventuell am Samstag erscheint von 3D-Zug und der ICE-1, der auch lange in der Entwicklung war. Dazu findet hier auf meinem Kanal ab 20 Uhr am Samstag, den 29. August 2020, ein Livestream statt. Hier unter anderem werden wir dann nochmal die Strecke Frankfurt-Koblenz fahren, beziehungsweise dann umgedreht Frankfurt-Koblenz. Jetzt heute fahren wir Koblenz-Frankfurt. Anschließend werden wir noch ein bisschen auf der Strecke Rhein-Ruhr Hauptstrecke fahren im TSW 2. Eventuell mit dem ICE, ich weiß es noch nicht, lassen wir uns überraschen. Vielleicht noch eine Runde Omsi auf dem Add-on Berlin BRT Bus Rapid Transit. Das Programm ist groß, lassen wir uns überraschen, was kommt am Samstag. Ich wünsche Ihnen nun jetzt vorab hier schon mal weil viel Spaß mit dem anstehenden Video. Ja, so circa 19.15 Uhr, bis das Video online kommt, ist es dann schon vielleicht 20, 21 Uhr. Lord Zwangse macht heute auch noch einen Livestream über diese Strecke. Aber ich werde wohl mit dem Online-Stellen meines Videos vielleicht schneller sein, mal schauen. Grüße gehen raus an Lord Zwangse, macht nicht so viel Zwangsbremsung von hier abgesehen. So, wir warten, bis endgültig die Strecke geladen ist. Und damit sind wir auch schon im Führerstand unseres Steuerwagens. Wir fahren sehr früh raus heute. Uhrzeit ist 5.49 Uhr, also wir werden uns ca. 5.50 Uhr rein auf Strecke geben. Deswegen rüsten wir unseren Zug auf. Mit Shift und B schalten wir die Batteriespannung ein. So, jetzt hat es reagiert. Ich weiß zwar nicht auch, warum es eben nicht reagiert hat. Wir machen die Instrumentenbeleuchtung an. Machen wir die Führerstandsbeleuchtung an. So. Wir schauen erstmal nach außen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Steht da auch schon unser Zug. Wir setzen ein bisschen Fahrziel. Ich denke doch mal, dass unser Fahrziel hier dabei sein sollte. Koblenz Hauptbahnhof haben wir schon mal. Prima, dort befinden wir uns ja. Da war's.
Dort fahren wir hin. Frankfurt am Main Hauptbahnhof. So, wir schalten die Zugspitzenlicht. Schauen wir nach unserer 111 hinten. Völlig abgerüstet, sehr schön, wunderbar. Wir Führerstand ein, schalten die SIFA ein, Shift 7. Hier, Shift 8. Also ich mache jetzt erstmal einen Kompletttest. Wir wählen unseren Stromabnehmer aus. Der Einser sollte der hintere letzte sein. Schauen wir mal nach draußen. Ob es auch der richtige ist, der jetzt gehoben wird. Nein, ist nicht der richtige. Die sind verkehrt rumgekoppelt. Also nehmen wir den wieder runter. So, den hier wollen wir, den Zweier. Dann öffnen wir die Türen. Prinzip sollte hier für diesen Zug auch noch mal ein Update rauskommen, weil bei den N-Wagen fehlt mittlerweile der Fahrsound, wenn man im Innenbereich ist. Also nicht schön, was sie mit dieser Version 3 gemacht haben. Also bitte, liebes Team von VR, haut da mal ein ordentliches Update raus, damit auch die Waggons einen Fahrsound wieder haben. Und dann im Nachhinein noch später, wenn die Türen bereits geschlossen ist und man hält am nächsten Bahnhof das Türenschließen noch hört. Das soll hier nicht sein. Ansonsten ist dann letzten Endes mit euren Updates dieses Addon, das ihr rausgehauen habt, nicht mehr das Geld wert. Also mal wenn das hier so gemein rüberkommt, aber es ist die Wahrheit. Viele hoffen auf dieses Update, dass es nochmal ein Sound-Update gibt für diese Waggons. So, genug gequasselt. Türen wurden geschlossen. Dann fahren wir los. Er kann ja nicht laufen, wenn der Hauptschalter nicht angeschaltet ist. So, jetzt. Los geht's. Aber lieber gleich uns befreien, das ist besser. So, wie gesagt, wir fahren sehr, sehr früh hier raus aus Koblenz. Es ist augenblicklich kurz vor 6. Der Sound hier schon alleine im Steuerwagen ist klasse. Das muss man wirklich mal hinzusagen. Hier hört man gar nichts, außer ein bisschen Schienenstoßgeräusch und das war's.
Also, bitte, bitte, bitte haut hier doch noch mal ein dickes, fettes Update, vielleicht ist es auch übertrieben, heraus. Würde uns sehr freuen. So, wir machen jetzt Strecke und wir fahren. So, ich hatte ja schon angekündigt, wir haben einige simulierte Unterwegshalte. Wir halten in St. Goar, Bingen Hauptbahnhof, Ingelheim, Mainz Hauptbahnhof, Rüsselsheim und zu guter Letzt, bevor wir unser Ziel erreichen, Frankfurt am Main Flughafen, Regionalbahnhof. So, wir können beschleunigen auf 140, das machen wir jetzt auch hiermit. Die Beschleunigung, die ist aber wirklich zünftig. Also so muss es sein. EZB ist angeschaltet. Ist Herbst eingestellt, in der wir uns ja sowieso jetzt in Kürze befinden. Da sieht man, wenn wir gleich schön das Maul abschmieren, damit uns das gar nicht ins Wahnsinn reinfällt, gut. Mit Glück laut Zwanse bei deiner Präsentation. Ich mache dann hier schon mal vorab das Präsentationsvideo. Das war jetzt ein Zyvex Block 3. Wollte ich jetzt aber nicht fahren, sondern eher mal so ein Quick Drive mit unserem 111er Zugverband. Schon einige Haltepunkte, die wir simulieren, die wir erhalten.
Mädels im Forum gelesen habe, haben sich schon der Strecke entgegengesehnt, gehofft. Nächste Flöte 3. Dass die Strecke heute rauskommt. Und ist es ja getan, weil man hier nie auf der sicheren Seite ist auf DTG. Aber es hat ja wunderbar geklappt. Großes Kompliment an DTG und Rivet Games, wer auch immer die Strecke entwickelt hat. Ganz große Klasse, gefällt mir sehr gut. Heute ist es erstmal relativ egal, wie lang das Video wird. Meinetwegen kann es auch 2 Stunden lang werden. Wir haben insgesamt mit unseren unterwegs halt haben wir ca. 119 Kilometer zu absolvieren. Die werden wir auch schaffen. Ich denke, das wird sich auch lohnen. So, wir nehmen noch ein bisschen Geschwindigkeit weg. Ein bisschen zu viel jetzt, aber wenn wir jetzt gleich noch mal gegen beschleunigen, Seite wunderschön die Binnenschifffahrten. Durchqueren jetzt gleich den Haltepunkt Boppard Hauptbahnhof. Das ist noch kein Haltepunkt für uns. Drinnen, warum auch immer, wohl vergessen die Geschwindigkeitsreduzierung zu quittieren, aber gut, sollen wir ja gerne gönnt sein. Aber wir können jetzt gleich weiter. Keinen festen Fahrplan, wo wir uns jetzt dran halten müssen.
Weil die blinkt sich jetzt noch ein bisschen dumm und dusselig hier. Also, registriert das mal mit. Zwangsinn Nummer 1. Aber nicht durch die SIFA, sondern durch das Nicht-Aufpassen und Quittierung einer Geschwindigkeitsreduzierung. Asche über mein Haupt. Soll passieren. Kann man nicht ändern. Schluss mit dem Geblinke. Warum jetzt auch immer 40 Teile erlaubt sind, weiß ich auch nicht, aber gut, wir passen uns an. Wir dürfen wieder auf 100 beschleunigen, das machen wir jetzt auch. Wir fahren jetzt Bobbert Hauptbahnhof. Da wurde dann alles gedacht hier auf der Strecke. Alter, warten.
Das Signal ist aber frei. Warum auch immer der eben gerade gelb zeigt, aber ist gut, in Ordnung, soll mir recht sein. Schönes Schiff. Und kommt unser Zug. Wir nähern uns in unserem ersten simulierten Halt, St. Gore. Wir werden jetzt gleich die Geschwindigkeit reduzieren auf 90 Stundenkilometer.
glaube, das dürfte die Burg Rheinfels sein. Lohnt sich auch zu besuchen. So, der Ausstieg ist hier linker Seite. Der fährt hier einfach durch. Schönen Gruß an Lord Zwangse. Hier war eben super klasse Snickers-Automat, Bahnsteig Mitte in Sankor. Wir öffnen die Türen. Da war es wieder. Wir öffnen die Türen und ertönt der Schließton. Das soll nicht sein. Kreuzung 220. 111. Wir schalten mal den Fahrmotorlüfter ab. Da ist er. Mal was drin. Naja, die Grafik ein bisschen verzerrt. Könnte auch ein bisschen besser sein, aber naja, gut. So, Türen sind geschlossen. Erster Haltevorgang abgeschlossen. So sieht es hier aus in Sankor. Haben wir die Mondsichel in der Jahreszeit Herbst. Wir gehen wieder in den Führerstand, lösen die Bremsen und fahren weiter. Hier haben wir noch über 90 Kilometer runter zu rupfen. Schöner Tunnel. So, der nächste Halt ist dann Bingen Hauptbahnhof. Aus. Davon haben wir in diesem Bereich sehr, sehr viele.
wir dürfen wieder 100 fahren. Und wenn wir jetzt auch mal ein bisschen beschleunigen. Kommen auf der linken Seite. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Strom. 140 dürfen. Begrüßungsrunde, wenn wieder ordentlich über 100-200 Zuschauer sein. Aber er hat schon den richtigen Riecher gehabt mit der Zeit und dem Release von dem Add-on Frankfurt Koblenz. Weil das Video jetzt hier aufgenommen ist, dann mal auf seinem Kanal vorbeischauen. Nebenher mal das Tablet geschaltet, also er ist schon aktiv am Fahren. Keine Ahnung, was er zurzeit für einen Zug fährt. So, wir dürfen jetzt mit der Beschleunigung auf 130.
zu schnell. Wir können mal ein bisschen reduzieren. So, ich denke, in Kürze wird unser nächster simulierter Halt erfolgen. Das wäre dann Bingen Hauptbahnhof. Wir nähern uns jetzt Bingen Hauptbahnhof. So, Bingen Hauptbahnhof, dort haben wir jetzt unseren nächsten Halt. Wir leiten die Bremsung ein.
So, lassen wir ein- und aussteigen. So, hier sind wir in den Hauptbahnhof. Wurde mal Zeit für einen Screenshot. So, das ging jetzt aber schnell mit dem Schließvorgang. Steigen wir ein, lösen die Bremsen und fahren weiter. Und wir rollen. So, da haben wir dann noch bis Frankfurt Hauptbahnhof hier simulierte Haltepunkte. Unser nächster ist Ingelheim. Speed. Alles, was hergegeben wird. Da kommt er angefetzt.
das jetzt mitverfolgen kann hier über ein Tablet. Wenn unser Zwangselord gegensetzt. Der ist bei der Uhrzeit auch ziemlich früh, und zwar in der Sommerzeit um 7.25 Uhr und wir haben 6.36 Uhr in der Herbstzeit und fahren von Koblenz nach Frankfurt, und er kommt von Frankfurt in Richtung Koblenz. So, wir nähern uns unserem nächsten Halt, das wäre Ingelheim. Das sah zumindest von der Ferne erstmal so aus, es ist unser Bahnhof. Oh, wir mussten jetzt ein bisschen härter bremsen, weil sonst hätten wir jetzt übergestanden im Bahnsteig. Besser? Nochmal ein schönes Bild. Wird es jetzt hier auch gleich weitergehen. Ist Vorgang abgeschlossen. Wir lösen die Bremsen. Dann geht es auch schon weiter. Nächster Halt ist dann Mainz Hauptbahnhof. Habe ich ein bisschen zu viel aufgeschöpft. Okay, in Ordnung. Alles.
Zug ist ziemlich flott unterwegs, also 162 Stundenkilometer, das ist schon enorm. Wird es jetzt aber auch richtig die Sonne am Aufgehen. Jetzt in Mainz Hauptbahnhof.
Jetzt hier bei der Videoaufnahme muss ich jetzt noch hinzusagen, verfolge den Stream so nebenbei hier von Lord Zwangser. Er hat schon einige Zwangsen drin, traut sich aber seinen Counter nicht zu aktualisieren. Er traut, wir sprechen dann ein bisschen, wenn das Video online kommt, in der Vergangenheit. Bricht er das Szenario ab, ist halt schade. So, wir halten jetzt in Mainz Hauptbahnhof. Und schwupp ist schon die Zigarette in der Gosche. Bei Lord Zwangser. Während wir jetzt hier wunderbar und gemütlich in Mainz halten. Ja, sei doch eine 423er. Nur zwei S-Bahn-Linien sein, entweder die S8 oder die S9. Öffnen die Türen. Gehen mal nach draußen. Sie hat kein Ziel gesetzt, nur schade. Lecker. Aber nicht gesund. Wir gehen jetzt auch gleich weiter. Haben noch 40 Kilometer zu absolvieren. Richtung Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Einfahrt, Ankunft in Gleis 20. So, und wir lösen die Bremsen, verlassen damit jetzt auch Mainz Hauptbahnhof und fahren weiter in Richtung Hessen, da wir uns jetzt noch in Rheinland-Pfalz befinden. Und los geht's. Bei Lord Zwangse hat es ganz schön nebenbei Einfahrt in Mainz gezuppelt. Also das kann ich hier bei mir nicht behaupten. Endlich das Licht ausgeschaltet. Haben wir in diesem wunderschönen Tunnel dort. So, Mainz Hauptbahnhof haben wir absolviert. Somit hätten wir jetzt noch Rüsselsheim und Frankfurt Flughafen Regionalbahnhof. Bevor wir dann endgültig unser Ziel erreichen.
laufen, sonst wird es zu schnell. Schauen, der Seite von Erpel und von Seite von Remagen ist auch eigens ein kleines Museum eingetragen. Auch der alte Eisenbahntunnel aus dem bekannten Film existiert noch, allerdings nicht begehbar, der ist zugemacht. Und dann finden im Spätsommer so die Herbstzeit dann schon einige Theaterstücke, zur Zeit zur Corona ist alles abgesagt. Halt empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Also ein bisschen History-Fairness wird da auf seine Kosten kommen. So, 120 sind mittlerweile erlaubt. Wir toppen hier mit 80 Entlangungsklappen. Geht los. So, nähern wir uns jetzt in Kürze Rüsselsheim, fahren am Opelwerk vorbei.
So, wir halten jetzt in Rüsselsheim. Auch schon wunderbar aus, was man hier so bei Einfahrt sieht. Sehr gut gelungen. Und diese scheiß IFA, die nervt. Aber ein bisschen Realität muss ja sein, weil sonst brauchen wir ja das sowas erst gar nicht hier zu bauen. So, Rüsselsheim, angekommen. Wir lassen die Leute ein- und aussteigen. Dort kommt auch schon ein Kollege entgegengefahren. Ich denke, nach. Das ist ein S-Bahn-Zug, Baureihe 423. Jawohl, die olle Cola-Dose. Einfache Traktion. Das ist aber einfach die Frechheit und fährt durch. Hagelt eine Beschwerde, warte mal ab. Haben wir schon über die Hälfte der Strecke geschafft. Dann fahren wir weiter. Der nächste planmäßige Halt, also simulierter Halt, ist dann Frankfurt Flughafen Regionalbahnhof. So, bitte einmal anschieben dort hinten. Ja, 160 sind erlaubt. Wir werden jetzt stufenweise schön die Geschwindigkeit bis zum äußersten aufschalten. Thank you.
Getaway Gardens hinten raus. Dann irgendwo auf dem Gleisbereich von Pampanov einbinden. Das kann man ja noch mal zu sehen. Jetzt sind wir ganz gut gefahren mit einer Zwangsrase, also das ist mehr als eine gute Leistung. So, da ist er, der Regionalbahnhof Frankfurt Flughafen. So, dann lassen wir mal unsere
fliegenden Reisenden ein- und aussteigen. Perfekto. Vielleicht nehmen wir sogar das hier als auch noch ein schönes Bild gemacht. Der hört sich ganz gut an. So. Setzen wir unsere Fahrt fort und dass wir jetzt auch sehr gut ans Ziel kommen. Wir beobachten jetzt mal die Ausfahrt. Also dieser Schließgeräusch, das darf nicht nochmal nachhallen, das gibt's nicht, also. So, dann mal los. Geht da auch los. So, der Fahr- und Motorlüfter ist schon bereits eingeschaltet. Der neue Tunnelabschnitt sein, Getaway Gardens. Dort werden wir definitiv nicht halten. Seite war die ehemalige Ausfahrt, die nicht mehr existiert heutzutage. Eine besonders schöne Station. Also, ich werde jetzt auch ein ICE. Nochmal auf 110. Eine völlig neue Trasse, die dort gebaut wurde. Hinten raus.
zurück Richtung Mannheim. Hamburg Flughafen Fernbahnhof. Iblis, Karlsruhe. Das ist auch die letzte Mal jetzt. Kurz vor Einfahrt in Frankfurt. Vielleicht zu schnell gewesen, das kann durchaus möglich sein, aber gut. Der andere im Livestream, der hat ja schon 3 und aktualisiert seinen Zähler nicht. Wir waren es jetzt erst nochmal der 2. Das ist jetzt Niederrad Bahnhof. Bisschen beruhigt mit seiner Blinkerei da von der PZB.
ein wunderschönes langes Video. Ja, sei mir gegönnt, ich bin kein wirklicher Lokführer, ich bin halt nur ein Hilfslokführer. So. Hier. Wenn er gleich erholt hat, können wir gleich nochmal anfahren. Was wir da jetzt noch schaffen hier. Was ist es dann gar nicht mehr? Also gut. Zwang sie Nummer 3. Hoffe, dass es jetzt dabei verbleibt. Steht 4:23 der Abstellung. Hier ein bisschen dünnflüssiger vor sich geht, macht er auch schon alleine bekanntlich von der anderen Strecke Frankfurt-Karlsruhe. Was ist noch zu verkraften hier? Eine große Rolle spielt dann immer vorbei, welche Art von KI gerade auf der Strecke verbaut ist. Ich muss uns schon zu viel schätzen. Kommt völlig weg. So, wir waren nicht mehr so großartig. Linker Seite sieht man den Messeturm. Werde in der Nähe der Frankfurt am Main. Na? Also das hat jetzt nicht sollen sein. Warum der jetzt mir hier abstürzt, keine Ahnung. Kurz vor Frankfurt, liebes DTG-Team und Rivet Games. Warum? Weshalb? Wieso? Mir dort jetzt das Spiel abstürzt, kann ich leider nicht sagen. Ich hoffe dennoch, dass das Video ein bisschen Spaß gemacht hat, auch wenn wir jetzt nicht ganz unseren Frankfurt am Main Hauptbahnhof im Bahnsteig stehend erreicht haben. Haben wir ja dennoch sehr, sehr gut die Strecke zusammen runtergefahren und gemeistert. Auch wenn es hier jetzt eine Störung Deutsche Bahn sagt so schön im Betriebsablauf gab. Lasst ein Like und ein Abo da. Bedanke mich fürs Zuschauen. Kürzer wird das Video online kommen.
bis Samstag eventuell zum Livestream. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye.